Ruhe im Kleingarten. Ein Idyll zum Krafttanken für die nächsten großen Herausforderungen. Wir haben gestern nichts gemacht und sind noch nicht fertig geworden. Mittagsruhe im Kleingarten. Ein Idyll zum Krafttanken für die nächsten großen Herausforderungen. Wir haben gestern nichts gemacht und sind noch nicht fertig geworden. Und dann machen wir heute weiter. Stress? Na, gar nicht. Lust auf dem Internet-Grill-Trend. Was hast du denn für uns? Tortilla-Burger vom Grill. Tort auf dem Grill? Das glaube ich nicht. Mit Sahne? Tortilla. Na, was ist Tortilla? Eine Torte. Das werdet ihr dann sehen. So, Arbeitskleidung an. Was Neues. Zwei Damen am Grill. Ich fasse es nicht. Martina und Monika sind Schrebergärtnerinnen mit Leib und Seele. Grillen liegt ihnen im Blut und gehört zu ihrem Alltag. Aber kann ein Rezept aus dem Internet die zwei Damen am Grill überzeugen? Guck mal, und der Nachbar sitzt auch schon wieder da. Na, der wird bald im Garten sitzen, das kannst du wissen. Du. Wow, was denn hier? Überraschung, wir sollen bestimmt wieder was lesen. Wir gucken mal. Guck mal. Ah, keine Torte. Ja, wie so ein Wrap oder irgendwie sowas. Nein, das ist das, was die Kinder immer essen. Das haben wir noch gar nicht probiert, siehst du? Wir grillen ja meistens nur mal Kamm und Wurst. Oder Kamm oder irgendwie sowas. Aber diese Sache ist mal, wir sind für neue Sachen offen. Der Mega-Grill-Trend 2024, laut Internet. Ein Tortilla-Burger, ganz einfach auf dem Grill zubereitet. Folgendes wird benötigt. Hier sind die Zutaten. Rinderhack. Käse. Eisbergsalat, Zwiebeln. Ach, und hier sind die Tortilla. Die Zutaten sind übersichtlich. Für die Soßen gibt es keine Vorgaben. Los geht es mit der Zubereitung. Dann Schritt 1. Schritt 1. Riecht nach nichts. Gehen wir da mal ran und verteilen die wie im Video. So. Ich hole die Zwiebel und ein Messer und schneide mir Zwiebeln. So, Mäuschen, jetzt geht's ran an die Wurst. Weinst du immer? Ja. Ja, trotzdem, hier. Schneid du die mal, ich mach das ab. Pass auf. Wenn du möchtest, kannst du schon welche rauflegen. Willst du? Brutzel, brutzel, oh, ist das heiß. Aber es riecht schön, ja. Wa? Ach, Zwiebeln ist aber fein. Freu mich schon, hab schon Appetit. Das Grillen der Zwiebeln lässt sie zart und besser verdaulich werden. Ich glaube, im Video war dieses Hack hier. Und 1, 2, 3. Nach 2 Minuten mit hoher Hitze können die Tortillas gewendet werden. Dann die Hitze reduzieren. So, geht weiter. Wir müssen jetzt den Käse raufmachen. Wie viele Scheiben haben wir, Schatz? Na, machen wir zwei. Reicht, wa? So. Kinder, oh, es fängt an zu blitzen und zu donnern. Fängt auch gleich an zu regnen. Tja, Grill aus! Alle bringen sich in Sicherheit. Zwangspause für die Damen am Grill. Natürlich wird die optimal benutzt. Nach der kleinen Unterbrechung wird der Tortilla-Burger dann zusammengebaut. So, weiter geht's. Zwiebeln, Süße. Lecker. Oh, wie das riecht. Salat. Machst du noch ein bisschen rauf. Und dann nehmen wir unseren Dressing, ne? Zum Schluss kommen noch Soßen nach Wahl obendrauf. Jetzt rollen wir. Jetzt müssen wir ein bisschen zusammen machen. Aussehen tut es hervorragend. Guck mal hier. Mmh. Essen ist fertig. Na dann auf zur Verkostung. Freiwillige haben sich ja genug eingefunden. Meh, müsst ihr hinlegen. Ja. Ich krieg eine. Essen, ist lecker? Oh, du machst einen Bauchtanz. Was ist denn hier los? Wir haben volle Hütte. Volle Hütte, guck dir mal an. Unsere Gäste, das hat so lecker gerochen, die wollten alle hier kosten. Was sagt ihr zum Grill-Trend 24? Genial. Ja. Genial. Ja? Ja. Kann man wirklich ausprobieren und lecker. Nee, wir haben es probiert, wir essen es jetzt nur noch. Ich soll euch noch mal abbeißen, entschuldige bitte. Gerne. Einen schönen Grill so bei euch. Danke. Danke. Der Tortilla-Burger, ein voller Erfolg, der ab sofort einen Hauch Mexiko in den Kleingarten bringt.